kommen zur Nummer 1, beziehungsweise wir kommen zur Nummer 2, die in den 80ern die absolute Nummer 1 war. Aber jetzt mal ganz langsam der Reihe nach. Auf Platz 3 standen Milli Vanilli, die wir euch mit Blame It on the Rain genauso ersparen wollen wie auf Platz 1 der deutschen Charts, Das Omen Teil 1 von Mysterious Art, dem Vorläufer von Magic Affair. Nur an der Nummer 2 kommen wir natürlich auf gar keinen Fall vorbei. Da steht in schlimmen Neonfarben mit Ray-Ban, Sonnenbrille und nach hinten geföhnten Haaren im Ferrari Testa Rossa Sonny Crockett alias Don Johnson, der Mann aus Miami Vice. Und er hat jetzt nicht nur derartige Finanzprobleme, dass er nicht mal mehr seine Lebensmittel bezahlen kann. Nee, der hat allen Yvonne Katterfelds den Weg gewiesen und hat sich auch in den Charts breit gemacht. Wenn auch mit einer Coverversion. Hier ist Don Johnson mit dem alten Aaron Neville-Hit Tell It Like It Is. Die nächsten Retro-Top 10 gibt's nächsten Samstag um 19:10 Uhr oder am Sonntag um 13:10 Uhr. Bis dahin, ciao und bye bye.